Willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Und jetzt werden wir die Mission starten. Wir sind auf Kurs. Okay, wir versuchen mal so ein bisschen immer hinter ihm zu bleiben. Machen wir Zeit gut. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Signore, geht es euch gut? Er geht in die falsche Richtung. Und ich konnte meinen Webstuhl von dem Buckligen zurückkaufen. Er konnte ihn nicht weiter. Hä, wieso gehen wir in die falsche Richtung? Gut, die Stadt ist verwirrend, aber das ist doch lächerlich. Hä? Ich folge einer Wache und... Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Wir sind auf Kurs. Ich gehe jemandem hinterher und er fühlt mich einfach falsch. Wie frech ist das denn? Signore, geht es euch gut? Ein Spaziergang durch die Stadt ist... Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt machen wir Zeit gut. Hä? Das ist ja mega ver... Boah, ey. Okay. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Okay. Signore, geht es euch gut? Ach, das... Sag mal, wie nervig ist das denn, ey? Wir sind auf Kurs. Das ist ja, naja. Ist das nicht die falsche Richtung? Willst du mich... Gut, die Stadt ist ver... Ich möchte eure Autorität nicht untergraben. Jetzt machen wir Zeit gut. Spiel, willst du mich eigentlich irgendwie flachsen? Also manchmal... Erst ist die eine Richtung richtig. Wir sind auf Kurs. Ach, jetzt sind wir hier auf Kurs. Sag mal, hackt's oder... Das hier auf Kurs sein oder ist das jetzt auf einmal? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ach, das ist jetzt richtig. Okay, alles klar. Wir sind auf Kurs. Ist das nicht die falsche Richtung? Ja, das kann jetzt sein. Jetzt machen wir Zeit gut. Das weiß ich ja nicht, ob das die falsche Richtung ist. Ja, die 100% sind gleich gelaufen, aber das war fast klar. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Jetzt machen wir Zeit gut. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Hier vielleicht am Rand? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir sind fast da. Hm, rechts oder links? Ich versuch mal rechts. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Boah, ist das nervig. Machen wir Zeit gut. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ist das nicht die falsche Richtung? Jetzt machen wir Zeit gut. Okay, hier war so irgendwie lang. Boah Gott, ist das eine nervige Mission schon wieder. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Einfach geradeaus, oder? Bald sind wir hier fertig. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ginge woanders lang, aber wer bin ich schon? Gut, die Stadt, wo gehen wir hin? Gehen wir da hoch lieber, oder? Bald mischen wir uns unter die Feiernden.
Okay, das scheint richtig zu sein. Gleich sind wir da. So? Signore, geht es euch gut? Mit Verlaub, Signore. Wo gehen wir hin? Ja, ist ja gut. Doch hier rein? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Wir sind auf Kurs. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ginge woanders lang, aber wer bin ich schon? Samar. Dieser Weg macht doch keinen. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Es ist auch ein bisschen schwierig, ganz ehrlich. Warum geht denn keiner von euch vor? Ist das nicht die falsche Richtung? Er geht in die falsche Richtung. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Warum gehe ich denn jetzt schon wieder? Also hier lang. Boah, ist das scheiße, ey. Ein Spaziergang durch die Stadt ist nett. Eigentlich müsst Signore. Geht es euch gut? Ist hier lang jetzt auf einmal dann doch richtig? Oder hier lang? Gut, die Stadt ist verwirrt. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber... Also gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. So, ist rechts okay? Oder ist rechts auf einmal auch falsch jetzt? Wir sind auf Kurs. Aha. Interessant. Dann hier vielleicht lang. Jetzt machen wir Zeit gut. Okay. Links rum? Wir sind auf Kurs. Mhm. Hier lang? Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr... Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Vermutlich hier lang über die Brücke, oder? Und das soll man immer von 3 Minuten schaffen, wenn man keine Ahnung hat, wo der Weg ist. Alles sind klar. Wir hier fertig. Glaubst du, er hat verkauft? Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr. Wir sind fast da. Okay, wir können ein bisschen rüber laufen. Bald sind wir hier fertig. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Rein und raus. Dem Geld... Zum Bankier folgen, den Bankier eliminieren und dann fliehen. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. So, 0,25, okay. Achso, ich soll dem Geld... Ah, okay. Ich folge jetzt dem Geld, alles klar. Und dann sollen wir gleich ganz schnell abhauen. Na gut, das versuchen wir einfach mal. Kein muffiges Leder oder rostiges Metall. Das ist echte Wertarbeit eines ehrlichen Wandergesellen. Oh, 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 oh. Nein, du siehst mich hier gar nicht. Ich bin hier hinter der Säule. Du siehst mich nicht. Genau, so ist es brav. Schön weitergehen. Der Bankier ist doch bestimmt da rechts dran, oder? Da, wo die Wachen stehen. Nicht? Hätte ja gut sein können. Ah, schade, da kann man sich nicht verstecken. Geh doch einfach weiter, komm. Geh weiter jetzt. Du siehst mich hier doch gar nicht. Ich bin doch gar nicht da. Für den Bankier.
Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Na, kannst du. Geh doch einfach mal da rauf, so wie man es dir sagt. Okay, das müssen wir nicht. Manchmal, also Ezio ist manchmal ein bisschen schwer vom Griff, ne? Er musste da leider weg. Das. Da blieb mir leider keine andere Möglichkeit. So, genau, folgt ihr mal richtig schön hin wieder. Hallo? Die sollten folgen und nicht mit. Genau, no, das funktioniert irgendwie nicht so. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Eliminiere die Banksy. Ja, Eccellenza, tu ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Oh, entdeckt. Alles klar, verkackt. Wie immer. Dieses nicht entdeckt werden, ne? Oh, das ist so. Das ist ein bisschen nervig. Dass man dann immer sofort desynchronisiert wird oder so, dass nicht alles nochmal von vorne anfangen muss. Ich hoffe, du genießt ihn. Ja, Eccellenza, tu ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kost. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnen. Wenn ja, das wird Apfel sie entpflücke ich den Apfel. Aber glaub mich. Nun, kommt darauf an, dass... Also das, wo ich jetzt lang gehe, ist anscheinend dann falsch, würde ich behaupten. Wenn man zweimal da entdecken würde, dann ist das irgendwie die falsche Richtung. Auch wenn das echt hart nervig ist, aber... Ja, Eccellenza, durch. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich wollte keine Kosten. Ja, das war auch wieder klar. Das funktioniert also auch da lang nicht. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Es ist manchmal einfach nur nervig. So, man kann es auch nie irgendwie ewig spielen, weil man irgendwann echt einfach von diesem ganzen nochmal anfangen, nochmal und nochmal und nochmal und immer desynchronisiert wird. Einfach frustriert ist irgendwann. Okay, das funktioniert nicht. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die. Okay, das funktioniert dort also auch nicht lang. Oh, komm. Kannst du... Niemand hält mich. Ezio, hör auf mit deiner Scheiße. Meine Güte. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, es wird wieder desynchronisiert werden. Dafür habe ich ja wohl Schritt frei. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht bleibst. Umsonst? Ich muss doch auch von etwas leben. Hast du denn vielleicht eine Schwester? Nein, aber eine Tochter. 300 Florin. 700. So, schön, dass wir ins Geschäft kommen. Ah, guck mal, wir haben eine Tomate hier gekriegt. Ah, es wird was.
Es war klar. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es, weil man einfach alles 100-mal machen muss. Och, Mann, ey. So macht das keinen Bock. Ich hoffe, du genießt den. Ja, Excellenza, tue ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Du siehst mich nicht. Die kleinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnend. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich. Ich habe dich einmal gesehen. Niemand hält mich. Ah, es war klar. Spring ruhig runter. Ist klar, war voll der Plan und so. Das verstehst du nicht. Mir gehören alle Bäume. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei bei dir. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht bleibst. Umsonst? Ich muss doch auch von etwas leben. Hast du denn vielleicht eine Schwester? Nein, aber eine Schwester. Oh, scheiße, er sieht mich. Ich hasse es so sehr. Das macht keinen Spaß. Dass er immer 1000 Wachen in jeder Ecke geben muss. Dass du gar keine Chance hast, mal irgendwo dich auch mal irgendwo hinzusetzen. Und einmal zu gucken. Guck mal, hier bist du auch. Du wirst einfach direkt. Ja, direkt aus jeder Ecke gesehen. Es ist einfach, es macht keinen Spaß mehr langsam. Boah, Assassin's Creed, wirklich. Du machst echt viel richtig, ne? Aber das ist so nervig. Meine Güte, das ist auch heute echt nicht schön. So. Ja, Excellenz, sag durch. Es gibt hier so viel zu sehen. Ich sollte keine Fuß. Hi. Na? So funktioniert das auch nicht. Nerviges Scheißspiel. Meine Fresse. Oh, echt, man kann sich hier manchmal echt beschweren an den Missionen, weil die echt ein bisschen ärgerlich gemacht sind. So, du startest es hier. So, da sehen wir mich. Danach sieht er mich. Okay. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. So, da oben ist auch noch einer, der mich sieht. Die feinen Dinge im Leben machen. Die Macht so lohnt. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Warum? Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. So. Er sieht mich, das ist so gut. Ach Mann. Alter. Warum? Das macht echt keinen Spaß mehr. Das dauert immer alles 100.000, 50 Millionen Jahre, ey, bis da mal irgendwie. Bis man mal hier zum Erfolg kommt. Ja, Excellenz, sag durch. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnend. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Na, komm, ich kann das auch langsam nicht mehr hören, sein Gelaber, ne? Nun, kommt darauf an, wessen Baum. Das versteht man. Lange Nacht vor uns.
Alter, nein, hör auf, doch irgendwas mal zu. Warum? Wie behindert ist der denn, dass der immer wieder auf die Fuß zurückgeht? Alter! Meine Fresse! Du kannst nichts vernünftig machen mit dieser Steuerung. Gar nichts. Es funktioniert nichts vernünftig. Das ist so behindert. Wirklich, es ist so dämlich, diese Steuerung. Boah! Kommt er hin? Nein. Zack, du weg. So. Ich muss doch auch etwas leben. Hast du denn vielleicht eine Schwester? Nein, aber eine Tochter. 300 Florin. 700. Gut. Schön, dass wir ins Geschäft kommen. Damit haben wir den auch eliminiert. Hier hoch kommen die ganzen Wachen aber nicht. Okay. Hier auch. Jetzt geht er wieder zurück. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Und ich kann hier zum Beispiel auch nicht den richtigen analysieren. Ach, das geht nicht. Wie? Warum geht das nicht? Warum, Ezio? Warum machst du immer hier so einen Firlefanz? Was führt er sich denn so auf? Tempo, ich verliere! Warum? Was ist das denn? Wieso wählt er jetzt wieder den Falschen aus? Das verstehe ich nicht. Jetzt, weißt du, der war schon tot und den wählt er trotzdem nochmal aus. Anstatt den richtigen, wo ich einen Attentat machen soll. Den wählt er einfach nicht aus. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Also, das ist so eine Frechheit, ist das doch von der Steuerung. Das soll doch nerven. Also, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Das soll doch einfach nur noch die Leute nerven. Oder nicht? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das soll den Leuten auf den Sack gehen. Diese Steuerung. Kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht. Mir gehören alle. Meine. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehen. Oh, kannst du aufhören, also mal immer was zu visieren, was du nicht anvisieren sollst? Meine Güte. Ich muss doch auch von etwas leben. Hast du denn vielleicht eine Schwester? Nein, aber eine Tochter. 300 Florin? 700. Warum machst du das nicht? Danke, dass ihr gekommen seid. Ach, jetzt? Nein, warum? Also ich verstehe diese Steuerung nicht mehr. Es macht absolut keinen Sinn mehr. Warum springt er jetzt auf einmal so weit? Warum? Also es macht ja gar keinen Sinn.
von dieser Steuerung. Alter, wie oft muss man das denn probieren? Wir sind bald eine halbe Stunde bei der Mission, weil er es nicht schafft, vernünftig irgendwo hochzuklettern, zu springen oder sonst irgendwas vernünftig oder vernünftig anzuvisieren. Weil diese Steuerung so behindert und so verflucht nochmal für den Arsch ist, dass du einfach echt hier Aggression kriegst bei diesem Spiel. Was anderes ist es ja bald nicht mehr. Kriegst hier nur noch Aggression. Das verstehst du nicht. Ach, so, das geht wieder nicht mit einem Wurfmesser. Klar, da brauchen wir 20 für. Oh. Junge. Ich hau dieses Spiel gleich. Brech das jetzt gleich ab. Das ist ja mal sowas von geistig behindert alles. Entschuldigung, dass ich das mal so deutlich. Ist das also, Ezio, warum? Ist das dein fucking Ernst, hier runterzuspringen? Ist das hier alles wirklich noch? Ja, komm, mach einfach völlig, was du willst. Oh, Alter, ey, jetzt kommt er da nicht mal mehr hoch, weil er zu dämlich ist. Eine verfickte Scheiße hier hochzuklettern. Ich dachte, er ist Assassine und nicht behindert im Kopf, Alter. Meine Fresse. Wie nervig ist Ezio geworden. Komm, geh einfach drauf. Nein, warum machst du das jetzt? Komm, warum? Einfach hier runter. 300 Florin. 700. Gut. Schön, dass wir ins Gespräch. Das war knapp. Aber nötig. So. Da kommen wir wieder hoch. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Ja, komm, kletter halt noch langsamer. Du weißt ja, um was es geht, ne, Ezio? Ach, das geht jetzt hier. Okay. Ach, klar, greif halt die an. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Darf ich jetzt endlich mal den Banki eliminieren? Ist das irgendwie mal... Ich bin das gar nicht. Antwort. Könntest du mir bis zum nächsten Zahltag genügend? Ich bin etwas knapp bei dir, Zeuge. Das mit dem Wachs, wie wäre das mit einem Nachlassen? Ihr noch
Wo ist er denn jetzt? Ach, jetzt ist er wieder da. Oh, komm. Und dann nimmt er ihn nicht. Dann, also ich verstehe es auch langsam einfach nicht mehr. Wieso er denn so einfach, er reagiert nicht in dieser Mission. Er macht nicht in dieser Mission null das, was man von ihm will. So gar nicht, so gar nicht, gar nicht. So, du weg. Also, diese Mission ist echt... Puh. Nervig. Jetzt, wo ihr sagt, ich glaube, ich habe heute Abend Geburtstag. Ich dachte auch, dass ich Pause gebrauche. Feierabend zu haben. Oh, Bambina, du musst dich bis zum Zahltag zurückhalten. Oh, Mann, ey. Kann das jetzt endlich vorbei sein, bitte, diese Scheißmission? Danke. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Aua, hör auf. Könnt ihr mich bitte alle in Ruhe lassen? Danke. Und tschüss. Ah, dafür haben wir ja die Assassinen. Schön rufen. Immerhin den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminiert. Achso, oh mein Gott. Das haben wir halt nicht gemacht. Sie werden nicht mehr gesucht. Sehr schön. Okay. Das ist doch ganz toll. Ups. So, jetzt wo wir nicht mehr gesucht werden. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld haben wir bekommen. So, oh, und wir haben wieder... Oh, krass. Wir haben ganz viel freigeschaltet anscheinend. Tunneleingang. Assassinen rekrutieren. Okay, wir können wieder ganz viele Assassinen rekrutieren. Alles klar. Was haben wir hier noch? Kurtisanenauftrag, Kurtisanenauftrag. Rosa in Fiore. Okay. Aber wir haben wieder ein paar Aufträge auf jeden Fall freigeschaltet und ganz viele Assassinen zu rekrutieren. Okay, wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier. Alles klar. Okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun wieder. Das ist doch schön. Aber ich würde sagen, um vieles davon kümmern wir uns dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.